Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Story Modus. Wir sind hier mit, wie heißt das schon wieder? Dem durchgeknallten Chef, glaube ich. Ja, der hat irgendwas gemacht. Ich habe leider das Intro-Video nicht gesehen, weil ich da hin und her geswitcht bin. Yeah. Kapuzenpullover macht ihn noch aggressiver, als er schon ist. Hose. Jogginghose, ja. Militärhose. Ja. Brillen, was hab ich? Straßenschwan. Nein. Okay, doch. Straßensonnenbrille. Sehr gut. Was brauche ich noch? Nix. Das passt. Gut, ja. Der lebt ja in einer... Oh. So, hier hat er irgendwas runtergespült. Ja. Ich bin hier in seinem... Wow. They gotta be behind this. Da. It's Nervous Ron. It's Crazy Trevor. Ah ja, der Trevor. So heißt er ja. Ja. Um mit dem Trinken aufzuhören. Ja, was du für einer bist. Wir werden sehen. Ja, okay, wir lassen den Fernseher einfach mal laufen. Nein. Ah, komm jetzt. So, wo gehen wir hin? Was tun wir? Wir gehen mal raus. Doch, das ist ein Wohnwagen, oder? Ja, das ist ein Wohnwagen. Hier haben wir meinen Truck. So, wir werden hier einsteigen. Und wir werden das Navigerät auf das Fragezeichen richten. Da sind immer so gute Missionen. So, aber ja. So, in der Wüste sind wir zu Hause. Die anderen zwei, Frankie und Mitchell, die sind untergetaucht. Darum müssen wir zurzeit mit ihm spielen hier. Nigel und Frank sind nach dem Juwelenraub untergetaucht. Wechsel nicht möglich. So, ja, dann spielen wir mit dem Trevor. Dem Psychopathen. So sieht er nämlich auch aus. Mein Gott. So, mal schauen, wo wir hinfahren. Was wir genau machen. Ja, was das Fragezeichen hier. So, jetzt sind wir hier. Und da sitzt jemand am Laptop. There you are. Da bist du ja. So much. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Glücklich. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me?
Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Du mach. Ich such ihn. Ah, jetzt regnet es auch noch. Ah, und das Dach hat kein... Na, schick halt jetzt. Schickst du? Hallo. Irgendeinen Anhaltspunkt muss ich doch auch haben. Ah. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ich muss so ein... Achtung, gespeichert wird. Ja, super. Kopfgeldmission jetzt verfügbar. Trevor erhält E-Mails. Oh, was hat denn der für... Ah. Geländerennen. Nein, neue Ware ist eben eingetroffen. Schön. Back in the stock. Okay. Klingt gut. Ich werde hier Mods neue Teile freigeschalten. Ja gut. Big Bad Room. Lagerleben. Hey, ich habe gerade diese Leute vom Altruskult getroffen. Sie haben ein Lager irgendwo oben in den Bergen und wollen dir Bares geben, wenn du ihnen verrührte Seelen bringst. Ach, leicht für den Geld angeblich wollen sie dies nur zum Aufessen. IT, ich bin Spread aus dem Knast. Trevor, ich hoffe, dir geht es gut. Es ist eine Weile her, dass ich dir geschrieben habe. Die Wachen sagen, dass ich vielleicht bald Besuche empfangen darf, wenn ich mich benehme. Ich hoffe, du hältst dich aus Schwierigkeiten raus. Entweder das oder du musst dich stellen. Der Knast ist gar nicht so übel. Ich glaube sogar, du würdest ihn lieben. Mir fehlt Mikey. Aber der ist jetzt an einem besseren Ort. Ich habe keinen Freund. Danke der Nachfrage. Diese ganz Knastgeschichten stimmen gar nicht. Das klappt nur, wenn man es will. Rat. Aha. Da muss ich... Du wirst es nicht glauben, aber Mike ist noch am Leben. Er wohnt in Los Santos. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ja. Nein. Da habe ich noch zwei. Geländerennen. Auto. Hey Trevor, ich wurde darüber informiert, dass diese gestrauchelt sich beim Steinbruch versteckt. Allen Anschein nach ein nervöser Typ, er wird also wahrscheinlich abhauen. Letzte bekannte Ausfindung Steinbruch. Auto. Jetzt muss ich da natürlich den Steinbruch suchen. Wo ist der Steinbruch? Ja, ohne Spaß jetzt, wo ist der Steinbruch? Candy Store. Sprayer, wo ist der Seilbahnunterschlupf? Wo ist der Steinbruch? Freunde, wo ist der Steinbruch? Muss ich den jetzt suchen? Unterschlupf. Der Chinese, Trevor, Geldautomat. Kleidung, Grün, Kleidung, Friseur, Tattoo-Studio, Garage. Ja, ich muss den Steinbruch finden.
keine Ahnung, wo der Steinbruch ist. Irgendwo abseits, aber... keine Ahnung wo. Gibt doch keine Straßenschilder hier, wo irgendwie die anzeigen. Ah, da geht's zum Steinbruch oder so. Doch, warte mal hier. Beachfront hier. Ja, komm. Oh, was bist du denn für eine? Oh. Oh! Ich schlag ja normalerweise keine Frauen, aber... komm jetzt, ich hab dich nur ein bisschen ohnmächtig geschlagen. Trevor! Trevor! Ja, was denn? What's going on, Ron? They were here for you! Here for you! Who was here? Them bikers! After you killed Johnny Kay? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chap-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch, wife, two kids, 45, find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you. Now smile. Yeah. Right? That's better. Run along. Mann, was sind das now für... Run. Oh. Shall we go? Wollen wir los? Ach ja. Cannot believe that they destroyed my statue of impotent rage. Ah. The cheek. Huh? Ich wollte eigentlich Timer stellen, aber irgendwie ging das unter. Gotta make a stop at Ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Steig auf einen Quad. Oh, haha. Jetzt muss ich Waffen holen. Come in! I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Die Lenkung von einem Squad ist ja total anders als da mit Far Cry 4. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, Ammunition. Ja, schön. Ja, gratis. Now I need a scope and a suppressor. Also die Farbe ist mir eigentlich scheiß, Schnurz, Pieps, egal. Besorg dir ein. Ja. Schalteinfach. Ah. Get that look off your face. I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. So. Sollte reichen. Steig auf das Quad. Yeah. Aber ich nehme mir noch als Sicherheit noch so eine. I'll be honest. Maybe pride in my work vanished a long time ago. So, noch eine Schussweste. Wo ist denn jetzt mein Kollege? Auch ist er schon vorwärts gegangen oder was?
Boah, also Squad zu steuern ist. Run! Run, I got the gun! Meet me at the water tower just north of the airfield. Roger that, Trevor! Ich hab's nicht verstanden. Was hast du jetzt gesagt? Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! Da war ich jetzt nur mit meinem Kopf. Yes, we are! Where are you, man? I'm waiting at the water tower! Ein Squad ist gemacht für das Offroad. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Oh ja. I'm up the tower, Trevor! We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Ich denke mal, ich muss ganz nach oben. Really? Ja. Boah, Ausblicke. Enough waiting. Schätze mal, ich bin. Is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right. Right! Got it! Now, relax! The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road! You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Well, get a move on! Ich muss den irgendwie beschützen. Hold up! There's a guard standing under the control tower. Oh. There! There's a guy there, Trevor! Guy? What guy? Right there! Can you see him? My vision is failing me. Okay, hab ihn gesehen. You want me to shoot you in the behind? Hurry up, will ya? You hear that? I can hear an engine. They'll see that body. Quick, shoot! They know we're here. Nein, sie haben Trevor schon. Die Biker wurden alarmiert. Ach so. Aha, okay. Gut, nochmal. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Ja, ich kann dich sehen. Ich kann dich auch erschießen. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. Headshot. That's me. That's me. Don't shoot. Well, get a move on. So, ich muss also den eigentlich, der ist quasi so Lockvogel oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich den jetzt irgendwie beschützen. They got a guard at the bottom of those steps, under the control tower. Good kill, Trevor. Come on, keep it moving. Wo bist du denn? Welche Lichter muss ich ausknipsen? Knips die Lichter aus. Knips einfach die Lichter aus. Ja, welche Lichter denn? The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Wahrscheinlich die zwei Lichter.
Jetzt muss ich wirklich ihn sehen. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Hat eine Angstpfeife. I saw a guy by the tower. I shot him. Now keep moving. Hurry it up, Ronnie! Wo ist er denn? Hallo? You hear that? I can hear an engine. They'll see that body. I already shot the light, so you can calm down. Now, don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Knall den Kerl nicht ab, bevor er anhält oder irgendwie sowas. Ich schieße, wir müssen schauen, was er vorhat. Okay, ich schieße nicht. Boah, das ist... If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut. You should have seen the look on his face. There's a guy coming out of the control tower. Take him out. Shit. This ain't a joke. He's gotta go. Huh? He's gonna see us. He's gotta go. What is it then? Ja, schön für den Joke, ich sehe ihn nicht. Da oben. Ja, reg dich mal wieder ab. Ich habe ihn nicht gesehen. Echt nicht. Hurry up, Ron. You're making me wish I brought the guy in the clown face. Was macht er denn jetzt? Ron, what do you doing? Was tut er? Mensch. Ich sehe den Ron nicht. Da ist er. Was macht der? Aufs WC gehen oder was? Was macht der? Ist der hängen geblieben oder was? I got you in my sight, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Someone's coming out the far door, man. Shoot, the guy had a buddy in the building. He's come out. Ja, ich habe alles im Griff. Lauf jetzt. Alles gut. Boah, ist das spannend, Leute, echt. I'm fixing it. Don't let him sneak up on me, okay? Ja, mach mal. And watch out for the tank. It'll go up if you hit it. I think someone's coming. Shit. He sees me. He sees me, Trevor. He knows I'm here. Alles okay. Can you hear that? Chopper, incoming. Always hated that chopper. Just fucking drive, you're bikers. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Where's it? Where's it? When he settled, they might think he crashed. Might... Hab ich ihn? Hatte ich ihn?
Mann, super. Mann! One dead biker is as good to me as another. Pull back! What the fuck is going down? Give up the guns and we can be friends again! Come and get up! Boah, Leute! Lass mich rein! Sie denn? Irgendwo sind sie, ich weiß es. Mann! Come on, is it tot? Come out here and clear it, you lazy fucking bum! I'm hoping this change of management will be as painless as possible! Was? Get me to my plane, Rod! Time to trigger those explosives on that gas tanker! Jetzt haben sie mich. Mensch, von allen Seiten kamen sie. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht die ganze Mission von oben nach runter machen. Let's go, Ronald! Scheiße! Wieso springst du? Aha. I suppose there's room for a passenger. Watch out for the bikers, they're all over you. The guy who's taking receipt of these guns is in a boat just off the coast. Hey, there's a biker on your wing, Trevor. I am aware of this.
Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to avoid. Einmal geflogen. Ups. Shit, Trevor, you can't get him off. He ain't letting go, is he? Oh, there he goes. Finally, I feel safe. So, who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Ich bin mehrmals geflogen zwar, aber ich frage mich immer, wieso dass der nach unten immer knickt. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Kehr zurück zu Ron. Ja, nee, geht's noch. Because of where you used to operate, weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh, yeah. Yeah, sure I was. Ich wollte das Flugzeug schon zerstören. Wow, Leute, wow. Run! Wow. Oh. Und schaffe ich das? I see a signal. You think that's your guy? Affirmative. Make the drop. Leider kein Wasserflugzeug. Ich glaube, im Wasser zu landen ist einfacher. Fliegt nicht in seinen Luftraum. Successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. What does it to teeth sign? You wouldn't really do that to me, would you? Beat me and you'll see. I ain't a trained Air Force pilot like you. I can just about get where I'm going, but I don't got much choice over whether it's fast or slow. Okay, jetzt kommt die schwierigste Sache. Zu landen. Yeah, it might do. Or it might kill you instead. I'm just gonna fly normal, and I'll rely on you getting there quicker. You're braver than I thought. Stay low over those wetlands, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico! The guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. So, komm schon. Landen wir jetzt oder quatschen wir? I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact statement we're grounded, okay? Ich fliegen kann, aber dem Flugzeug, ich weiß ja nicht. Der Brücke könnte ich durchfliegen. Wow! Wenn da nicht gleich noch eine andere Brücke war. Naja. Ich bin froh, dass ich im Online-Modus mal geflogen bin.
So habe ich das mit dem Fliegen schon mal draußen. Wo sind die Landebahnen? Sag mal. Ah, ich sehe sie. Dorisch. Ich hab gewonnen! Yeah! Da, da rein wahrscheinlich. Boah! Boah! Haha! Ha! Super! Bin ich mal gut geflogen, ey. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. Plastik Scheiße, okay. No price for emotional attachment. Wow. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate. Ich muss meditieren, ja, okay. Und ich muss hier an der Stelle leider sagen, das war's wieder mit einem Let's Play. Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Ja, jetzt kann er sich eine Immobilie kaufen. Jucha. Gestellten sind mit markiert gekauft. Andere Immobilien wie Garagen, wie Autos können erworben und benutzt werden, um eine riesige Anzahl Fahrzeuge zu speichern. Yeah! Zahlt dir wöchentlich ein... Was? Gekaufte Geschäftsimmobilien zahlen dir wöchentlich. Oh, manche Immobilien können nur von bestimmten Charakteren gekauft werden. Oh yeah! Man kann hier einen Laden eröffnen und dadurch Geld verdienen. Wie geil ist das denn? Wenn ich diesen Hangar kaufe, kann ich Schmuggelgangmeister werden. Ich schaue zuerst mal, wie teuer das der Hangar wird. Wie teuer ist der? Kaufpreis, Einnahmen pro Straßenlieferung und 7 pro Luftfrachtlieferung. Ja, ah, scheiße, ich habe 15.000 gelesen. 150.000, na, das ist gerade mein ganzes Geld, was ich habe. Nee, noch nicht. Hey Trevor, Oscar-Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein. Und es sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost... Jetzt leer, du hast die Wege. Du hast sie weggeputzt. Ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentümer von Trevor Phillips Enterprise. Fahr rüber und sieh es dir an. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und vergesst nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, wenn es heißt, Trantbar gespielt mit euch GTA 5 Travel Industry. Gangster macht Geschäfte. Okay, tschüss.